Willkommen zusammen hier zur allerersten Repaint-Vorstellung für den TSW 4 und zwar für den Vectron. Ihr seht es schon hier, wir haben hier dieses wundervolle Repaint für die Baureihe 193 von ELL, European Locomotive Leasing. Das Repaint ist von meinem guten Freund, dem Cat Gaming. Link zu dem Livery, zu der Lackierung hier ist in der Videobeschreibung. Und das ist aber nicht das einzige Repaint von ihm, das wir uns heute angucken. Wir gucken uns gleich noch ein zweites an, aber ich würde sagen, wir schauen uns einmal das hier an. Also was wir natürlich hier haben, was sofort auffällt. Wisst ihr was, wir machen das einfach mal im Fotomodus vielleicht. Das sieht ein bisschen hübscher dann aus. Dann können wir hier ein bisschen das Sichtfeld runterstellen. So. Das ist ein bisschen too much. So vielleicht. Schärfentiefe einmal ganz runter. Dann den Schwerpunkt gesetzt, also den Fokus einmal gesetzt, so. Genau, das sieht doch schon deutlich hübscher jetzt aus. Genau, einmal das hat weggeblendet. Ist von meinem guten Freund, dem Cat Gaming, wie gesagt, alle Details, die man hier so braucht, am Rande des Fahrzeugs, beziehungsweise hier am Wagenkasten, sind hier vorhanden, hier mit dieser Vectron-Schrift, mit den Bremseigenschaften, mit den Bremsgewichten, das Branding von Siemens, das Logo natürlich von ELL sieht auch meines Erachtens sehr realistisch aus. Ja, auch hier die Zulassungen. Wir haben hier Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Ungarn, Kroatien, Bulgarien, Slowakei, Rumänien, Slowenien und Serbien. Mhm. Und ja, gucken uns noch die andere Seite hier an. Der andere Führerstand hier im Sonnenschein sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus auf jeden Fall. Definitiv eines Fotos wert, vielleicht sogar eines zweiten Fotos. Wir haben auch hier so ein bisschen Verdreckung mit drin. Ich weiß nicht, ob das vom Repaint ist oder von vornherein so drin ist, aber das sieht man jetzt gerade hier im Licht auch ganz hübsch. Ja, so muss das, ne? Das ist ja jetzt keine niegelnagelneue Lok, die frisch gewaschen wurde, sondern vielleicht schon ein paar Kilometer hinter sich hat. Oben Dachaufbau sieht aus wie sonst auch. Da lässt sich, glaube ich, nichts groß repainten, außer halt eben ja, der Bereich hier unten an der Seite. Genau, so sieht das aus. Und dann können wir uns aber auch noch ein zweites Repaint hinspawnen. Und das machen wir mal. Und zwar, ich würde sagen, hier direkt daneben. Und zwar nehmen wir mal hier den Vectron, gehen dann hier, nehmen uns die Einzellokomotive, gehen auf Lackierung. Und dann nehmen wir noch hier die MRCE 193. Na, ich würde das gerne so herum. So, genau. Das hätte ich gerne einmal so. Und zwar daneben. Vielleicht ein, zwei Meter weiter vorne. Ja, vielleicht eher ein, zwei Meter weiter hinten. So, genau. Und erzeugen lassen. Und tada! Da ist unsere MRCE-Lok. Auch hier gehen wir einfach wieder in den Fotomodus und gucken uns das damit an. Also hier haben wir die Variante X4E 650 von MRCE. Das ist dann die 193 650-9. Auch hier die gleichen Wagenanschriften. Ne? Sieht auch sehr hübsch aus. Bremseigenschaften, Bremsgewichte, die hier drauf sind. MRCE-Logo, Führerstandskennzeichnung, Siemens-Logo. Ja, die Zulassung, die Länderzulassung natürlich auch hier wieder dabei und ja, alles andere, was man sonst noch so braucht und auch das sieht natürlich super hübsch aus, hier direkt daneben, zwei, die beiden nebeneinander, das ist auch ein tolles Foto, machen wir mal so, ne, sieht absolut herrlich aus, von der Seite, wo die gerade hier so schön angestrahlt werden mit der Sonne oder auch, ah, toll, da steht uns jetzt, da steht uns genau eine Person im Weg. Also ganz toll. Link, wie gesagt, zu den Repaints ist in der Videobeschreibung. Lasst auf jeden Fall dem Cat Gaming da ein Abo da, weil die Repaints, die sind wirklich auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Die Farben sind realistisch. Die Lokanschriften an der Seite sind alle vorhanden. Und da, also da hat sich wirklich jemand stundenlang Mühe gegeben. Das sieht man da auf jeden Fall. Das kann man recht schnell erkennen. Ne? Wenn sich Leute wirklich Mühe geben für Repaints, dann sieht das auch entsprechend einfach toll aus. Ja, genau. Das war's auch schon hier von mir für heute. Ja, genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.